Umgang mit Leistungsdruck, den wir uns selbst machen. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Das Video ist vor allem für diejenigen von euch da, die das kennen, dass sie sich selber oft mal den Druck machen, das Gefühl haben, zu unproduktiv zu sein, nicht genug zu machen oder auch einfach die Angst davor haben, dass die ganze eigene Welt zusammenbricht, wenn man einfach nicht genug geschafft bekommt. Und zum Ende des Videos gebe ich dann auch nochmal eine kleine Praxisübung mit, die auch nochmal sehr hilfreich ist, um da wieder ein bisschen mehr Ruhe und Entspannung reinkommen zu lassen und diesen eigenen Druck wieder, dabei hilft, diesen eigenen Druck wieder ein bisschen loszulassen. Allgemein kann man sagen, dass es in unseren Kulturkreisen sehr normal ist und dass es sehr vielen Menschen so geht. Es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass wir natürlich auch von klein auf schon darauf konditioniert werden, immer viel leisten zu müssen und genug machen zu müssen. Es geht dann in der Schule los, dass wir uns anstrengen müssen, um gute Noten zu schreiben, damit wir dann irgendwann mal einen guten Job bekommen, wo wir uns auch mal viel anstrengen müssen, viel machen müssen, damit wir da gutes Geld verdienen, ein gutes Leben haben. Und ist auch erstmal okay, aber es führt eben auch einfach dazu, dass, das können wir bei uns selber beobachten, das können wir also im Umfeld gut beobachten, dann müssen wir einfach nur mal auf die Straße schauen, führt einfach dazu, dass viele von uns oft oder häufig gestresst sind, es uns sehr schwer fällt, auch mal wirklich zur Ruhe zu kommen, einfach mal nur zu sein, einfach mal nichts machen zu müssen, nicht produktiv sein zu müssen. Und ja, uns natürlich auch dadurch auch sehr oft dann von plagenden Gedanken oder von quälenden Gedanken geplagt werden, wenn wir eben zum Beispiel einfach gerade mal nicht genug Energie haben, um produktiv genug zu sein, so wie wir uns das eigentlich wünschen. Dann ist es eben so, dass gerade auch in Situationen, in denen wir zum Beispiel mal krank sind oder durch einfach ja eine Situation, die vielleicht emotional einfach auch gerade sehr auffühlend ist, durch eine Trennung von einem wichtigen Menschen zum Beispiel, dass wir dann einfach nicht die Energie zur Verfügung haben, die wir vielleicht sonst haben und wir dann dementsprechend auch nicht so viel leisten können, wie wir es gewohnt sind. Und dann eben der Verstand wirklich sehr rastlos wird und wir dann teilweise vielleicht sogar wütend auf uns sind oder einfach auch Angst haben vor der Zukunft, was passiert, wenn wir jetzt hier nicht wieder richtig ins Machen kommen oder wir einfach auch über die Vergangenheit nachdenken und uns da irgendwas bereuen. Ich denke, das kennen die meisten von uns. Und das eigentliche Problem ist nicht die Tatsache, dass wir jetzt gerade zu unproduktiv sind oder dass jetzt eben gerade nicht viel Energie da ist. Das eigentliche Problem ist auch nicht die Tatsache, dass dann solche Gedanken da sind und dass wir uns dann den Stress machen. Es ist erstens natürlich vollkommen normal, es gehört einfach zum Leben dazu, dass wir da energetisch unterschiedliche Phasen haben, dass man mal krank wird, dass eben mal irgendwelche Umstände uns einfach dazu zwingen, ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen oder zumindest, dass wir eben dann einfach nicht so viel leisten können. Das ist ganz normal. Und wie gesagt, durch unsere Konditionierung, dadurch, dass wir eben immer gesagt bekommen haben und vorgelebt bekommen haben, dass wir immer viel leisten und machen müssen, ist es auch normal, dass dann diese Gedanken aufkommen und dass wir uns den Stress machen. Also die Tatsache, dass das alles passiert, ist gar nicht das eigentliche Problem, sondern die Tatsache, dass wir mit den Gedanken, die dann auftauchen, so identifiziert sind. Also dass wir davon überzeugt sind, dass ich der Autor meiner Gedanken bin, dass ich meinen Gedanken produziere und dementsprechend natürlich auch jeden Gedanken, der in mir auftaucht, glaub und unbewusst davon überzeugt bin, dass es die Wahrheit ist. Also es gibt keinen Abstand zwischen mir und den Gedanken. Ich bin mit den Gedanken sozusagen irgendwie hier verstrickt und wenn die eben gerade turbulent sind und anstrengend sind, dann fühlt sich alles sehr turbulent und anstrengend an. Wenn wir dann aber mal unsere Erfahrung im jetzigen Moment ganz neutral und ganz ehrlich sind, einfach mal beobachten, dann können wir ganz klar sagen, dass das nicht die Wahrheit ist. Dass es nicht so ist, dass wir unsere Gedanken in dem Sinne produzieren, wie sich das für uns anfühlt. Ich weiß ja gar nicht, welcher Gedanke als nächstes bei mir auftaucht. Es ist ähnlich, wie wenn ich das Wetter beobachte. Das passiert einfach alles und ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Es ist genauso, wenn ich meine Gedanken, wenn ich meine Gefühle beobachte. Ich kann einfach wahrnehmen, was jetzt gerade da ist. Ich weiß aber nicht, was als nächstes kommt. Ich bin im Endeffekt der Beobachter. Ich weiß, ich kann beobachten, was, wie gesagt, in mir geschieht, was da ist. Aber da ist nirgendwo dieser Prozess der Entscheidung, welchen Gedanken ich als nächstes wähle, zum Beispiel. Müsste ja so sein, wenn wir davon überzeugt
sind, dass wir der Autor unserer Gedanken sind und glauben, dass wir es sind, der unsere Gedanken produziert. Aber wenn wir genau hinschauen, merken wir, wir sind lediglich derjenige oder das, was wahrnimmt, dass diese Gedanken eben in mir auftauchen. Und es ist was, was sich auf den ersten Blick vielleicht mal unspektakulär anhört, aber was tatsächlich einen riesigen Unterschied macht. Weil sich meine Beziehung zu den Gedanken und zu den Gefühlen sehr drastisch verändert, sobald ich in der Lage bin, sie einfach nur wahrzunehmen und zu beobachten. Die sind dann trotzdem noch da, meinetwegen. Aber anstatt, dass ich mit diesen Gedanken und den Gefühlen eins bin und so, wie gesagt, hin und her geworfen werde, entsteht da so eine gewisse Lücke. Es wird klar, dass ich quasi das Subjekt bin und da ein Objekt ist. In dem Fall dann zum Beispiel ein Gedanke oder ein Gefühl, welches beobachtet wird. Und dadurch entsteht so eine gewisse, gesunde, objektive Trennung von den Gedanken, von den Gefühlen. Wir drücken die nicht weg, wir wollen die nicht weghaben und wollen die nicht irgendwie einfach ignorieren, sondern wir nehmen sie ganz bewusst wahr, wir lassen sie da sein, aber wir merken, dass es nicht unbedingt ich bin, der diesen Gedanken produziert. Ich bin das, was den Gedanken wahrnimmt. Und das macht, wie gesagt, einen riesigen Unterschied, dadurch, dass sich diese Beziehung zu den Gedanken verändert. Es ist ganz normal, dass dann das, vor allem wenn wir damit anfangen, weil wir das gar nicht gewohnt sind und weil auch diese emotional aufgeladenen Gedanken so eine Sogkraft haben, dass es dann nach wenigen Sekunden normalerweise schon wieder dazu führt, dass wir wieder mit den Gedanken identifiziert sind und wieder umhergeworfen werden. Das Einzige, was wir dann eigentlich wirklich machen müssen, ist einfach zu versuchen, immer wieder in diese bewusste Beobachterrolle zu wechseln und die Gedanken wieder wahrzunehmen, die Gefühle wahrzunehmen und einfach als der oder das, was wahrnimmt, uns zu erkennen. Es kann dann auch sehr gut sein, dass dann der Verstand damit argumentiert, dass es doch alles nichts bringt und dass das ja jetzt nicht dazu führt, dass ich dann produktiver werde, wenn ich jetzt hier einfach nur da sitze und nichts mache. Aber auch das können wir wieder beobachten. Also es wird immer wieder ein neuer Gedanke kommen, der auch immer wieder ja, das Potenzial hat, dass wir uns mit ihm identifizieren und glauben, das bin jetzt ich, der das denkt. Aber es ist, wenn wir genau hinschauen, immer wieder das Gleiche. Wir sind immer in der Lage, den nächsten Gedanken auch wieder zu beobachten und wahrzunehmen, dass er einfach ganz von alleine auftaucht und dann auch wieder verschwindet, bis eben der nächste kommt. Und wie gesagt, gerade wenn die Gedanken auch so emotional aufgeladen sind, dann ist es teilweise einfach gar nicht einfach, in dieser Beobachterrolle zu bleiben und werden immer wieder damit so reingezogen. Und dafür ist so eine ganz einfache Atemübung tatsächlich echt mega hilfreich. Also ich persönlich verwende es auch wirklich immer sehr, sehr gerne, wenn ich merke, dass ich ja, mich so in den Gedanken verliere und da gar nicht mehr rauskomme. Und zwar ist das sogenannte Box Breathing, nennt man das. Das verwenden zum Beispiel auch die Navy Seals, um einfach auch in stressigen Situationen da wieder zur Ruhe zu kommen. Und zwar stellen wir uns einfach so eine Box vor, deswegen Box Breathing. Und jede Seite der Box steht sowohl für einen Atemzug, als auch für eine Pause, in der wir den Atem anhalten. Das heißt, schaut so aus, dass wir tief und ruhig einatmen. Dann halten wir für ein paar Sekunden den Atem an, atmen wieder ganz ruhig aus, halten wir für ein paar Sekunden an und atmen dann wieder ein. Und das machen wir dann zum Beispiel einfach mal 10 Runden. Dauert dann 2-3 Minuten und verspreche ich dir das, einfach die Tatsache, dass man dann ruhiger atmet, dass man auch deine Aufmerksamkeit dementsprechend auch auf den Atem richtet, führt wirklich dazu, dass das ganze System einfach so ein bisschen ruhiger wird und auch der Verstand damit direkt deutlich mehr zur Ruhe kommt und das alles weniger tragisch ist und uns weniger mitreißt. Und das hilft uns dann, wie gesagt, eben auch wieder mehr in diese Beobachterrolle zu wechseln. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass das, was wir alle am allermeisten wollen, wonach wir uns alle am allermeisten sehnen, ist es, glücklich zu sein, mit uns im Reinen zu sein, inneren Frieden wahrzunehmen, wie auch immer man das nennen möchte, das sind alles Synonyme, aber das ist für jeden von uns der größte Antrieb. Und egal, was der Verstand eben gerade erzählt und was wir glauben, was gerade eigentlich unsere Ziele und Sachen sind, auf die wir hinarbeiten, die natürlich auch alle vollkommen ihren Platz haben, aber unsere eigentliche Motivation dahinter ist es immer, bei uns zu sein, zur Ruhe zu kommen, glücklich zu sein. Und inneren Frieden wahrzunehmen. Und wie gesagt, das sind alles Synonyme, die
die dann aber vor allem eben, oder nicht nur vor allem, sondern dadurch durchscheinen kann, dadurch zum Vorschein kommt, wenn wir mit dem jetzigen Moment wirklich im Reinen sind. Mit uns und mit dem jetzigen Moment im Reinen sind. Wenn wir alles so sein lassen, wie es ist, wenn wir einfach nur wahrnehmen, ohne es verändern zu müssen, dann kann diese Ruhe und dieses Glücklichsein, was eigentlich immer da ist im Hintergrund, kann dann zum Vorschein kommen, kann dann durchscheinen. Und das bedeutet auch nicht, dass wir dann nur glücklich sind, wenn wir dann eben ganz still da sitzen und meditieren und eben versuchen, bewusst wahrzunehmen. Sondern wir können in jedem Moment unseres Lebens bewusst wahrnehmen. Egal, ob wir gerade die Steuererklärung machen, ob wir gerade beim Sport oder beim Spazierengehen sind oder auf der Arbeit. Wir haben in jedem Moment unseres Lebens die Möglichkeit, bewusst wahrzunehmen und alles einfach nur da sein zu lassen, so wie es gerade ist. Das Fazit für dieses Video: Es ist vollkommen okay, dass Stress und Gedanken auftauchen, die teilweise auch eben unangenehm sind. Das Einzige, was wir wirklich machen müssen, ist eben diese Identifikation mit den Gedanken immer wieder aufzulösen. Und das ist, wie gesagt, was wir einfach immer und immer wieder machen. Wir wechseln immer wieder ins Beobachten, wir nehmen wahr, was gerade da ist, wir nehmen wahr, was für Gefühle da sind und wir versuchen eben nicht, es wegzudrücken, was gerade da ist, sondern wir lassen einfach alles so sein, wie es ist. Und paradoxerweise ist es auch so, dass genau dadurch die Gedanken und die Gefühle auch wieder verschwinden, weil es einfach in der Natur der Erscheinungen liegt, dass alles kommt und geht. Und gerade dadurch, dass wir eben nicht im Widerstand sind mit dem, was ist, sondern dadurch, dass wir einfach alles ganz neutral beobachten, einfach wahrnehmen, alles da sein lassen, kann das Ganze natürlich seinen Lauf nehmen und kommt und geht. Und dadurch verlieren diese Gedanken und Gefühle so ein bisschen ihre Kraft und wir tun uns einfach leichter, die dann eben wieder loszulassen und gehen zu lassen dementsprechend. Und umso mehr wir das Ganze verinnerlichen, desto leichter fällt es uns mit der Zeit, immer einfacher in diese Beobachterrolle zu wechseln. Es fällt uns immer leichter, Gedanken und Gefühle dann wieder loszulassen und uns da eben nicht so drin zu verlieren, weil wir uns eben nicht mehr so stark damit identifizieren. Es ist, wie gesagt, ganz normal, dass es immer wieder passiert. Es ist selbstverständlich ein Prozess. Es gibt dann auch wieder Tage und Momente, in denen es uns viel schwerer fällt und es nicht so gut klappt. Aber letztendlich sind dann auch immer solche Situationen, solche Tage, solche Phasen sind dann, stellen sich vor allem rückblickend betrachtet immer wieder als die besten Lehrer raus. Ich will an der Stelle dir nochmal kurz mitgeben, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, falls dich diese Themen ansprechen, falls du merkst, dass dir was bringt und dass es mit dir resoniert, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, sich dafür eine Begleitung von mir zu melden. Da habe ich einfach unter dem Video jetzt auch einen Link reingepackt, dann kannst du dir dann einfach nochmal alles anschauen, dann bekommst du noch mehr Infos, falls du dich davon angesprochen fühlst. Und ansonsten bedanke ich mich an der Stelle für deine Aufmerksamkeit. Lass gerne natürlich einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video geholfen hat. Schreib mir auch gerne einen Kommentar unten rein, da freue ich mich immer sehr drüber. Außerdem packe ich dir auch nochmal hier irgendwo ein Video rein. Und zwar gibt es auch noch eine geführte Meditation zum Thema Druck und Erwartungen loslassen. Mach die gerne auch, falls du das Gefühl hast, dass dir das was bringt. Und ansonsten abonniere gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich schon sehr drauf. Und das war's. Bis bald. Ciao.